Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas an Wurzeln habe, was eventuell gebraucht werden kann. Rettich habe ich. Aber Wurzeln habe ich gar nichts. Was haben wir hier noch? Azuki-Bohnen, Reis, Weizen. Nee. Nichts Wurzeliges haben wir hier. Okay, dann gucke ich auf jeden Fall. Ich mache mal jetzt mal so eine kleine To-Do-Liste auch noch. Genau. Kokos, Kiwi, Bambus. Setzlinge wollte ich kaufen. Ich wollte wegen noch Stofffabrik schauen. Und ob ich die Kiste vergrößern kann. Genau. Meine To-Do-Liste mache ich jetzt. So und nicht anders. Finde ich aber, ich weiß jetzt aber nicht, wo ich jetzt hier irgendwelches Wurzelgemüse herkriegen soll. Das lässt mich jetzt gerade so ein bisschen verzweifeln. Naja, hallo Iluka. Okay, ah ja, ich kann ja jetzt zum Glück, warte mal. Nee, hier war eh nichts. Okay. Ich möchte nämlich auch natürlich das Zeug hier mitnehmen. Ich habe jetzt endlich wieder Platz. Noch mehr Seeigel. Und kaputt. Na toll. Na, dann mal schnell eine neue Fischreuse hinzaubern und fertig. Gut, dann Ludus. Dann muss ich generell auch nochmal gucken, was wir alles bauen können. Gerade bei den Farmbestandteilen gibt es ja doch einige Sachen, die durchaus Sinn machen. Nicht Haus- und Sauna-Service. Stopp. Farmbestandteil-Service. Aufbauen. Abreißen wollte ich auch noch einiges, stimmt ja. Ja, Tierspielplatz wollte ich ja auch noch machen. Stimmt. Ein Spielplatz für Katzen und Hunde. Andere Haustiere, die sich in der Nähe befinden, dürfen auch mitspielen. Sehr gut. Dann muss ich aber mal gucken. 2x2 ist das. Huiaja. Da fehlt mir weiche Erde dafür, ne? Und hierfür fehlt mir schwarzes Holz, blauer Alpaka. Aber weiche Erde brauche ich. Okay, die kaufe ich gleich mal schnell. Dann können wir sowas mal platzieren. Das wäre doch schön. So, was gibt's denn jetzt hier noch? So, Hühnerstein, nein. Haustürhütte, nein. Textilfabrik, da war's. Was brauche ich denn dafür? Oh mein Gott. Das glitzernde Stein ist kein Problem, aber schwarzes Holz. Ich brauche schwarzes Holz für die Textilfabrik. Okay, das Mahlwerk, weißer Stoff, Backstein. Das kriegen wir auch noch. Was? Ich habe nur 10 Backsteine? Echt jetzt? Ich habe gesagt, dass ich jetzt einige schon verbraucht habe. Das kann gut sein. Saatgutscheine habe ich eh schon. Marmeladenfabrik, ein Fermenter. Nee, das interessiert mich gerade eh noch nicht so. Vielleicht auch die Düngermaschine. Blauer Stoff, brauner Stoff. Das kriege ich eventuell auch noch hin. Und hier noch ein bisschen Gold. Na gut. Dann schaue ich mal, dass ich an schwarzes Holz komme. Abreißen. Felder. So. Ich brauche aber auch weiche Erde. Für das Spielzeug, für die Tiere. Die Haustiere. Kommt, Leute, das müsst ihr mir gönnen. Das mache ich jetzt. Ich überlege. Ich brauche das schwarze Holz. Ich glaube, die machen aber bei den Westtown schon zu. Da muss ich mich beeilen. Ach, und hier haben sie ja auch noch zu. Oh. Dann wird das mit dem... Ich will nämlich wegen schwarzen Holz halt gucken, aber dann mache ich das am besten morgen, ob ich das kaufen kann direkt. Das weiß ich gerade nämlich nicht. Das war natürlich praktisch. Ich weiß nämlich gerade vor Schreck nicht, wo ich das schwarze Holz sonst herbekomme. So, da esse ich mal mit Zahau, denn wenn ich fertig bin, ist nämlich Kaulila auch wieder da zum Kaufen. Also zum Handeln. So, mit denen esse ich am liebsten zusammen. Mit dieser schönen, glücklichen, großen Familie. Ha! Wundervoll. So, nochmal ein Hallo sagen. Hi, was geht? Hi, jo. Ach, jetzt habe ich auch gar nicht wegen der Truhe geguckt. Ich habe es doch hier draufstehen auf meiner Liste.
Ich habe noch genug Dinge zu tun. Alles kein Problem. Das darf man nicht ganz vergessen. Ja, Seidling. Ach, das habe ich. Was wollte ich nochmal bei. Boah, ich bin echt neben der Spur. Was wollte ich denn nochmal bei Kaolila kaufen? Eigentlich. Was wollte ich denn? Wer bin ich denn? Wenn ja, wie viele? Was wollte ich denn jetzt nochmal kaufen? Erde. Das war's. Weil es natürlich Ludus auch fertig. Weiche Erde war's, glaube ich. So. Die hätte ich eigentlich auch drüben kaufen können. Bei. Ich bin so doof, ne? Die hätte ich eigentlich auch in Tsuyokusa kaufen können. Und dann hätte Ludus noch offen gehabt am Ende. Ach, ich bin wieder total verpeilt. Das geht wieder gar nicht. Das tut mir leid. Aber hey, dann bei dann die Haustiere dann einen kleinen Spielplatz. Das wäre doch wundervoll, oder? Da würde ich mich sehr freuen. Dann gehen wir jetzt einfach mal ins Bett. Und ruhen uns nach diesem schweren, harten Tag aus. Ah, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld dazu gekriegt. Ich fällt gerade ein, ich habe auch gestern jetzt nicht alles zum Verkauf. Oh, das Getränke-Gaudi, Naizu. Ich habe ja auch gestern jetzt nicht alles zum Verkaufen in die Kiste gelegt, fällt mir gerade ein. Ist jetzt auf lange Sicht natürlich egal. Mal eh noch zweimal Kräuterkäse. Gut. Gut. Dann kümmere ich mich erstmal um die Tiere wieder, das ganze Übliche. Da natürlich jetzt Getränke-Gaudi ist heute ein Fest. Das heißt, wir können natürlich wieder nichts kaufen und nichts machen lassen. Das übliche Problem von Feiertagen. Aber ist jetzt nicht so schlimm, ob das jetzt einen Tag länger dauert oder nicht. Vielleicht können wir ja beim Getränke-Gaudi gewinnen. Und Ludus beeindrucken dadurch. Schauen wir mal, so lange gieße ich hier mal alles. Wie geil das einfach geht, ne? So schön großflächig. Kostet kaum Energie. Richtig nice. Da kann ich ja ruhig hier noch ein paar mehr. Eigentlich kann ich hier noch ein paar mehr Felder zum Anbauen machen. Mach ich ein riesiges Feld hier unten hin. Oben noch ein paar kleine Fabriken. Also hier die Textilfabrik und sowas. Und unten ein riesiges Feld. Einfach nur um Sachen anzubauen. So, und hier kommen noch riesige Felder dann auch. Ja klar, ich muss natürlich nochmal machen. Für die Setzlinge hier. Weil ich wieder einen großen Schwung an Sachen bauen lassen. An Feldern bei Ludus. Und dann hier richtig loslegen. Okay, wie sieht's hier so aus? Ja, ganz schön trocken. Da müsste ich auch mal wieder bewässern, würde ich mal fast behaupten. Und leer. Vielleicht hätte ich hier unten mir auch noch ein Dings hinstellen sollen. Eine Wasserstelle. Das wäre vielleicht praktisch. Aber unter der Prämisse, dass ich ja eh bald weniger Reis haben möchte, brauche ich dann eh nicht mehr so viel Wasser. Von daher kann ich diese unvorteilhafte Lösung mit dem Wasser jetzt momentan auch bestehen lassen. So, jetzt gießen wir hier noch ein bisschen. Und wieder leer. Ich bin am Hin- und Herlaufen. Das Schlimmste ist einfach wirklich, dass die Gießkanne so richtig schnell leer geht. Aber ich glaube, wir können sie eh nur noch einmal verbessern, was die Füllmenge betrifft. Und daher kann man da eh nicht mehr so viel machen. Wie viel man hier gießen kann, das ist Wahnsinn. So, ich esse mal besser noch was, bevor meine Figur hier noch irgendwie ohnmächtig wird. Zweimal so. Oh, yeah. Das muss alles gegossen werden. Da kommen wir da nicht drum herum. Oh, nochmal laufen. Oh. Ja, das muss halt sein. Und dann noch um die Tiere kümmern, um Himmels Willen. Hoffentlich wird der Getränke-Gaudi gut. Warten wir uns. Ist das dann wieder ein Tee oder ist das dann wieder was anderes? Kann es sein, dass das dann wieder immer dann was anderes ist? Je nachdem, wo das stattfindet oder so? Dann werden wir dann sehen. Letztes Mal mussten wir ja dann irgendwie Tee machen. Und je nachdem, wen wir ins Team gelassen haben, hatten wir einen anderen Tee. Ich weiß gar nicht, ob wir gewonnen haben. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Weißt du, also die haben alle dann verschiedene Zutaten, die sie nehmen. Und da kann man auch so ganz perverse Sachen dazu nehmen. Also, das gab es jetzt nicht, aber zum Beispiel sowas wie Senf oder so. Und wer will bitte Tee mit Senf drin haben? Also so ganz merkwürdige Zutaten, sowas wie Ingwer oder irgendwelche Früchte oder logischerweise auch Teeblätter, Zucker.
von mir aus auch Marmelade oder Milch. Das sind noch so Sachen, da konnte ich noch so mitgehen, aber da gab es so ganz absurde Sachen halt. Eine Zwiebel oder so, ein Zwiebeltee oder was. Wobei, können die Leute vielleicht auch gefallen. Oder irgendwie Dünger oder ganz komische, eklige Sachen. Ich weiß auch, das war relativ merkwürdig. Freue ich mich jedenfalls wieder. Mal gucken, was wir diesmal für eine Aufgabe haben. Ob es wieder ein Tee als Getränk wird oder was anderes. Mal gucken. So, 10 Leckerlis werden wieder verteilt. Ich muss eigentlich, wenn ihr immer draußen seid, hier muss ich allerdings auch mal gucken, ob ihr überhaupt noch Futter habt. Ich muss es noch scheren gleich, ich weiß. Ich brauche eine bessere Schere. Ich muss so oft scheren. Ich meine, die Melkmaschine, so, ja, okay. Aber so oft melke ich ja nicht. Ich habe ja nur eine einzige Kuh. Okay, das sieht alles weit noch gut aus. Ich tue trotzdem mal wieder auffüllen. Nicht, dass ich das mal vergesse, jetzt die nächsten 3 Tage und dann meine Tiere hungern müssen. Das wäre natürlich nicht so optimal, würde ich mal behaupten. So. Okay. Dann machen wir auch noch sauber. Finde ich aber komisch. Wir können die Tiere ja rauslassen, aber sie fressen dann trotzdem das Futter hier drin. Bei den alten Harvest-Moon-Teilen haben sie dann einfach draußen das gefressen. Was natürlich dann doof wäre, wenn man bedenkt, dass, wenn sie natürlich draußen das Gras fressen, dann die ganzen Wirkungen von dem Special-Futter hier nicht mitnehmen. Vielleicht fressen sie ja draußen das Gras, wenn man ihnen einfach normales 0815-Futter gibt. Das kann sein. Ich weiß nicht, wie das programmiert ist. So. Na. Melkmaschine. Na komm her, Arnold. Ich wollte vielleicht schon wieder was essen. Boah, das ist echt energieraubend alles. So. Bürste. Hab ich das schon? Nein. Ich auch nicht. Lauf doch nicht weg von mir. Dann kriegst du ein Zähsleckerli. Ups. Du sollst es auch nehmen. Ihr kriegt alle Knusprige. Bitteschön. Bitteschön. Und auch für dich. So, jetzt kriegt ihr alle noch einen Knuddel. Ne, dich habe ich schon geknuddelt. Dich noch nicht. Und dich noch, Nina. Huhu, hihi, ha, so. Es gibt keine trächtigen Tiere. Ja, ich will das Leckerli aufheben. So, Futter haben sie auch nicht mehr so viel. Noch 2 Tage. Ich fülle nicht auf. Das bekannte Futter kriegen dann die anderen beiden. Den Rest, dann bekommt die erstmal dann das Super-Duper-Deluxe-Futter. Ist da schon was fertig? Oh, yeah. Okay. Vermutlich kommt hier dann der Tierspielplatz hin. Da ist leider 2x2 Felder groß. Das heißt, dass Kyoto dann hier weichen muss. Ja, dann kommt die vermutlich hier hin. Hier so vielleicht in der Reihe alle 3. Das sieht dann vielleicht auch nicht so schlecht aus. Muss man mal gucken, wie wir das alles dann so platzieren. Und hier gegenüber vielleicht noch 1. Schauen wir mal. Ja, hier wird natürlich auch noch alle geknuddelt werden hier. Ich muss auch wegen der Zeit aufpassen, ne? Anmeldung ist bestimmt noch bis 13 Uhr für den Getränke-Gaudi. Ups. Da muss ich mich jetzt ranhalten, Leute. Ich habe jetzt viel zu viel Zeit verplempert. Ja. Muss mich beeilen. So. Mal ganz schnell. Jetzt kriegen alle noch ganz schnell hier irgendwelche Leckerlis in den Rachen geworfen. Hier, nimm! Hier. Und hier. So, los geht's. Schnell, schnell, schnell. Hupsi, pupsi. So. Auf zum Getränke-Growdy. Ist bestimmt wieder Anmeldung bis 13 Uhr. Das machen wir jetzt noch schnell in dieser Folge. Dieses Jahr ist es Nulukoko. Heute ist der Getränke-Growdy. Natürlich nehmen wir teil. Bitte wähle eine Frucht aus deiner Tasche. Apfel oder Traube? Nehmen wir einen Apfel. Ein Apfel ist das so, wofür du dich entscheidest. Ja. Yeah. Das macht es einfacher. Lass mich dir den Veranstaltungsort zeigen. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut ausgezeichnet. Und damit beginnen wir die Getränke-Gaudi in Nulukoko. Yeah.
dass Lulukoko diesmal Gastgeber ist, wird das Thema Saft sein. Ich überlege, was es denn für ein Getränk in Westtown gibt. Also hier so was Tropisches, so Saft oder so, ja. Zu Yakuza-Tee, aber was ist denn dann in Westtown? Haben alle Zutaten mitgebracht, aus denen man lecker Saft machen kann. Vielleicht Shakes. Weil so Milchshakes und so, das ist natürlich was typisches Amerikanisches. Das wäre vielleicht sinnvoll. Hm. Okay, ja, wir haben alle was mitgebracht. Ihr werdet Teams aus je 4 Personen bilden und euren eigenen Saft herstellen. Das Team mit dem leckersten Saft gewinnt einen großartigen Preis. Okay, ich habe ja selbst aus Zutat Apfel. Das ist was sehr Neutrales. Da kann man schon was mit anfangen. Hoffe ich. So, Teams besteht aus insgesamt 4 Leuten. Was hast du denn hier? Melone, Ei. Wer will denn ein Ei im Saft haben? Kasumi, was stimmt mit dir nicht? Melone finde ich gut. Melone ist interessant. Was haben wir hier? Eine Orange, das kann man auch durchaus machen. Pilze, was ist das? Miso. Nein, Miso. Nein, ich will nichts. Danke, Curry. Was ist das? Das ist eine Süßkartoffel. Einfach voll. Das ist ein Litschi, ne? Das ist ja wenigstens nicht ganz so krank. Wollen wir Bananen nehmen? Bananen kann man in den Saft mit reinnehmen. So, Ludus. Da habe ich wenigstens meinen Boyfriend im Team. Was ist das? Eine Azuki-Bohne. Nein. Ich bin mit dir fertig. Glaubst du wirklich, dass du ohne mich auch nur einen Hauch einer Chance hast zu gewinnen? Alter. Iruka ist echt furchtbar. Eine Kokosnuss. Oh, eventuell. Unsere Aufentscheidung würde nicht zusammenzupassen. Tapioca ist eigentlich ohne schlecht. Tefu. Eine Wassermelone finde ich auch nice. Dinger Komari, Orange, ja, das kann man reinnehmen. Orange. Was hast du? Eine Litschi. Eine Litschi kann man nehmen. So. Nicht entfernen. Ich bin noch fertig, oder? Dein Team ist voll. Okay, so Tototara. Ja, tja, es scheint, als wären deine Teams vollständig. Dein Team besteht also aus Ludus, Komari, Shark und dir. Yep. Das ist sowas von gewonnen, Leute. Hoffe ich. Da jetzt alle Teams gebildet wurden, will ich sie eben vorstellen. Team Stern. Oh, wir sind Team Stern. Yeah. Team Mond. Team Ozean. Gibt's auch Team Sonne? Ich wäre gern Team Sonne. Team Wind. Team Himmel. Kein Team Sonne. Die arme Sonne. Forever alone. Okay, sehr schön. Dann fangen wir mal an. Na gut, dann machen wir mal unseren leckersten Saft. Wir haben sowas von dem leckersten Saft, Leute. Keine Sorge. Dieses Mal gewinnt unser Team. Natürlich, ich bin auch dabei. Ich habe euch gut ausgesucht. Hoffe ich. Davon gehe ich mal aus. Ich gehe fest davon aus. Immerhin haben wir nicht irgendwie sowas wie Mehl oder sowas drin. Keine Ahnung. Ich finde, das sieht gut aus. Ba, 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 ba. Okay. Ihr habt einen einzigartigen Saft gemacht. Ihn zu probieren wird sicher auch spaßig. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Da jetzt alle Teams mit ihren Säften fertig sind, kommen wir nun zum nächsten Teil des Wettbewerbes, dem Probieren. Probiert jetzt bitte alle die verschiedenen Getränke, vergleicht sie miteinander und stimmt für das Team, das eurer Meinung nach das beste Getränk gemacht hat. Fangen wir mit dem Saft von Team Stern an. Ich bin nicht sonderlich scharf auf süßes Zeug, aber das ist wirklich lecker. Das ist wirklich toll geworden, Yumi.
Wow, das ist sogar besser als erwartet. Ich frage mich, ob ich das aufs Menü vom Teehaus tun kann. Was denkst du, Yumi? Ah, sie mögen zwar unsere Konkurrenz sein, aber ich muss ihnen hierzu ein Kompliment machen. Oh, Kaulila. Ja, das ist toll. Das Team von Yumi hat richtig guten Saft gemacht. Das wird hart. Die anderen scheinen unser Getränk wirklich zu mögen. Wir gewinnen vielleicht. Entschuldigt, dass ihr so lange warten musstet. Wir haben die Ergebnisse der Abstimmung und sind bereit, sie zu verkünden. Das Team mit den höchsten Ergebnissen bei der diesjährigen Getränke-Gaudi ist... Yeah! Wäre doch nichts Widerliches drin. Yeah! Und dann... Wow, wir bekommen als Preis Öl. Das muss aber ein verdammt gutes Öl sein, meine Liebe. Ich dachte wenigstens einen Edelstein. Chapeau-Ansprüche, ich weiß. Und damit wäre die Getränke-Gaudi in Lulukoko beendet. Gut gemacht, Leute. Geht nach Hause und gönnt euch etwas wohlverdiente Entspannung. Das war's schon. Wurde ich einfach nach Hause geschickt. Na gut. Okay, Freunde. Kann ich hier wieder gießen? Nee, noch nicht. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yumi Let's Play, Story of Seasons, Trio of Towns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.